Hallo, willkommen bei meinem Voxbox-Termin hier in Brüssel. Die Arbeit kann nun endlich losgehen. In der letzten Woche haben wir den Präsidenten des Europäischen Parlaments und seine Stellvertreter gewählt und wir haben festgelegt, welche Mitglieder in welchen Ausschüssen sind. In dieser Woche werden nun die Funktionen in den Ausschüssen belegt. Der Libe-Ausschuss, der Innenausschuss des Europäischen Parlaments, hat gerade eben seinen Vorsitzenden gewählt, mein Kollege Claude Moraes aus Großbritannien, ein Labour-Abgeordneter. Ich selber wurde von meiner Fraktion, von den Sozialdemokraten, zur Sprecherin dieses Ausschusses gemacht und bin damit verantwortlich für die Linie der Sozialdemokraten im Ausschuss. Eine spannende Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich gerne widme, denn wir stehen vor großen Herausforderungen. Nicht nur angesichts der Themen Datenschutz, NSA, Migrations-Asylpolitik, Grundrechte sichern in Europa, sondern auch die neue Zusammensetzung des Parlaments wird uns möglicherweise vor neue Herausforderungen stellen. Doch die formalen Dinge sind geklärt. Jetzt beginnen wir mit der inhaltlichen Arbeit. Ich freue mich darauf und werde auch künftig, wie bereits in den letzten 5 Jahren, regelmäßig berichten.